Ja, das waren also sehr arbeitsreiche 5 Jahre. Im Haushaltsausschuss haben wir hunderte von Anträgen behandelt und natürlich sind viele abgelehnt worden, aber wir waren auch bei einigen erfolgreich. Und was mich ganz besonders freut, dass wir zum Beispiel bei den Kommunalfinanzen Verbesserungen erreichen konnten oder dass wir vor allem in der Bildung doch den einen oder anderen Antrag durchgebracht haben. Manchmal auch in geänderter Form von den Regierungsfraktionen, aber eigentlich war es unser Antrag. Und dann haben wir gesehen, der größte Erfolg war das Volksbegehren. Und dann haben wir auch im Bildungsfinanzierungsgesetz, das auch bei uns im Haushaltsausschuss behandelt worden ist, diese Umsetzungen gemacht. Also insgesamt kann man schon sagen, das war erfolgreich. Und was mich auch freut, dass wir, was den Flughafen betrifft, innerhalb der Fraktion eine gemeinsame Haltung haben und dass wir auch immer wieder die Themen und Probleme einer dritten Bahn rüberbringen konnten. Und ich habe so den Eindruck, dass auch der eine oder andere bei der Regierungsfraktion etwas nachdenklicher geworden ist, auch wenn sie es noch nicht in Stimmen niederschlägt.